Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dice Unfold. Heute mit dem letzten Helden des Nemesis Updates. Und zwar den Verlorenen für 1, 1 oder 2 und 13. Würde zum Sternkind. Nee. Wenn du 40 oder mehr Seelen hast, lege alle Seelen ab und werde alter Held. Okay. Hat also auch die Seelenmechanik, wenn Feinde gefalten werden, kriegen wir eine Seele. Oder halt durch lila Würfel. Und ja, dann machen wir das mal so. Kriegen einen Barden und eine Ratte. Aber haben auch einen, vielleicht mal einen orangenen Würfel. Damit können wir die Ratte erstmal ein bisschen schwächen. Und schöne blaue Würfel. Das ist auch gut. Dann heilen wir hier erstmal. Die 6 würde ich mal aufheben. Ach, die 5 will nicht. Hier nehmen wir die 1 dafür. Na, was ist denn jetzt los? So. Die 2 fürs Goldwürfelset. Und die 3 auch. Hier haben wir eine beliebige. Und die Ratte machen wir platt. Das wird jetzt eine Platte. Hier töten wir erstmal das Wildschwein mit der 6. Weil wir 5 noch hierfür und dann hierfür brauchen. Heben wir uns die mal ein bisschen auf. So, also mein Plan ist auch, die 1 oder die 2 hier für die 13 zu verwenden. Oh, hier haben wir 5. Okay, es wird die 2. Was ist das denn? Ach shit, das war ja eine 1. Aha. Wir haben jetzt so viele 5 hier rumliegen. Ah, nee, wir sind noch kein... Das war unnötig, so ein bisschen so früh. Immer noch kein... Aber eine 4 haben wir. Ah, noch eine 5? Ja, gut, komm. Dann halt jetzt so. Und die 2 dafür, für den Baden. Okay, gut. Zufriedenstellend, würde ich sagen. Das ist auch gut. Nee, hier nehmen wir auch eine 5. Davon haben wir so viele. So. Haben wir schon mal 7 Seelen gesammelt. Ja, das ist ja in Ordnung. Du kannst mich ganz gemütlich angreifen. Ja, da können wir jetzt auch mal hier. Zack, zack. Und... Zagiwus, so. Zack, zack. Da heilen wir immerhin den Helden ein bisschen. So, die 5. Kommt da rein. Da bin ich mir unschlüssig. Den machen wir erstmal so. Ja. Die 2 hebe ich mir auf. Okay. Den möchte ich weghaben, den möchte ich weghaben. Ah, dann vielleicht so hier. Und die 6 hier. Ja. Ist jetzt ein bisschen Overkill, aber... Oh ja, den hätten wir ja auch. Dann nochmal 5 Heilungen, sehr gut. Nochmal 4 Heilungen. Die 3 erstmal da. Und dann wollen wir... Oh nein, das machen wir. Der wird geschwächt. Jetzt brauchen wir relativ viele kleine... Wir haben auch schon mal die 4 für den Frosch. Oh, sehr gut. Sehr schön. Nee. Jetzt wäre auch der Dungeon Dude gekommen. Das muss jetzt nicht sein. Ich mag den Barden. Das
ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingshelden. Begleiter. Alle drei Würfel. Nächste Wurf ein Würfel. Immer wenn es vier oder mehr ungefaltete Feinde gibt, plus ein Würfel, nehmen wir auch mit. Und jedes Phasenende, was war's? Ein Silber. Ja. So, da haben wir schon mal eine kleine Basis an Inventar. Größer und kleiner würde ich so machen. So, schon mal. Zwei, drei, fünf. Nice, schön. Oh, ich habe mich gerade fragen wollen, wo denn die ganzen lila Würfel sind. Und da haben wir erstmal 9 Seelen quasi erwürfelt. Die 6. Ja. Ne, boah, hat sich doch gelohnt. Ach komm hier. Bam, bam, bam. Oh, hier hätte man die Einsen gut gebrauchen können. Vor allem so viele. So, den. So, die 2 brauche ich dafür. Die 4 und die 6. Ins Goldwürfel-Set. Och. Hammer. Hammer. So. Den drehen wir nochmal rum. Haben wir da die 2, die 4 haben wir leider nicht, die 1 da rein. Ja. Eine 2, gut. Die 3 und 5 haben wir auch. Da haben wir das voll. So. Okay. Nehmen wir den. Eigentlich nur den Hammer. Muss ich nur daran denken, dass ich den noch hab. Haben wir eine 5. Für den müssen wir dann, für den Ghoul, der da kommt, die 3 sammeln. Hier müsste ich mir auch einen blauen aufheben. Den. So. Oh, achso, ich auch gar nicht. So. Okay. Ja, gut, so viel Eins brauche ich jetzt tatsächlich gar nicht. Die nehme ich. So. Die 1 kommt wieder da rein. Jetzt muss ich... Oh Gott. Jetzt muss ich langsam den auch mal ein bisschen ärgern hier. Und ja, Mist. 3 sammeln. Ich nicht 2 3 habe, braucht. Na, okay. Brauche ich das auch nicht anzufangen. Wir haben ja den Dingens, ja. Den Würfel, den Hammer. So. Ist schon mal okay. Jetzt brauchen wir noch eine 3, jawohl. Wir haben auch gleich noch eine 2. So. Verwenden wir das. Perfekt. Und 34 Seelen, also noch 6 Seelen. Bin gespannt.
Ich bin gespannt, was der so kann. Viel braucht man ja nicht hier. Hier brauchen wir noch einen Ungeraden. Ja, müssen wir. Oh. So. Tja, komm. Okay. Noch drei Seelen. Ah, schön. Noch ist mir das wert. Gerade noch ein bisschen. Achso. Bisschen unschlüssig. Oder ob ich die 1 lieber hierfür verwende? Ah, nee. So. Okay, noch eine Seele. Immer wenn nur ein ungefalteter Feind existiert, plus ein Würfel. Wenn du eine Fähigkeit verwendest, ich okay, ein Silber. Naja, gut. Kann sein, dass es sich noch lohnt. Aber da muss ich den Baden viel einsetzen. Sehr gut. Ich kann jetzt. Wäre cooler, wenn ich den falte. Aber den kann ich ja auch umdrehen. Gut, dann. 40 Seelen haben wir. Das Sternkind. Alter Held. Himmlisches Urteil. Wenn du 10 oder mehr Seelen hast, lege alle Seelen ab und falte alle Feinde. Holy. Cool. Sehr, sehr cool. Von wegen verloren. Aber boah, das kostet. Ich brauche aber immer 10. Zehn Seelen. Hui. Das würde ich mal in Heilung investieren. Die 6 baller ich mal da rein. Also ich meine. Genau. Ne, das ist ja kein großes Problem. Das hier kriegen wir auch hin. Oh, da hätte ich eigentlich. Naja, egal. So, und das. Genau, können Sie nochmal. Die 3 hätte sie jetzt gekillt. Das wusste ich aber im letzten Moment noch zu verhindern. Wir haben 2 Sechsen. Möchte ich hier die Seelen haben? Ja, ich möchte hier erstmal die Seelen haben. So. Keine 2. Na, ich denke, ich mach's mal so und töte sie dann mal. Das ist aber 1, 2, 3. Wir haben viele 3en. Die wir aber nicht brauchen. Ja, ich würde es mal erstmal so investieren. Damit ich hier die 3 auch unterkriege. Das ist jetzt gemein, ne? Entweder in den Baden. Noch eine 3. Noch eine 3. Keine 2. Aber eine. Ja, eine 4 und eine 5. Ach komm. Nee, dann lieber eine 3 da. Ja. Und die 6 nehme ich mit. Und ich bin mir nicht sicher, was jetzt gefallen hat, aber. Was jetzt nicht gefallen hat. Aber okay. So, mit den Würfeln bin ich auch recht zufrieden. Oh, das wäre auch geil. Was auch geil wäre, ist hier
Wenn du in der ersten Runde alle faltest, verdopple deine aktuellen Seelen. Naja, müssen die eh alle ablegen. Deswegen, ich brauche nur 10. Wir würfeln. Wir falten. Du Kackvieh. Du Kackvieh. Die 6 haben wir. Das und so. Okay. Brauchen wir den Baden noch? Ich würde fast den Künstler jetzt nehmen. Oh, nö. Komm. Wir sind erst Runde 19. Ja, was heißt denn noch? Wir sind Runde 19. Ach, Mann. Ich hätte gern beides. Und 5. Cool. Das heißt, ich möchte aber jetzt Goldwürfelsets voll kriegen. Was wiederum nicht so cool ist. Was war denn das? Ich habe nicht genug Seelen gehabt. Oh Gott. Ich hatte nicht genug Seelen. Jetzt habe ich genug Seelen. Ach, Mann. Was für ein Anfängerfehler. Okay. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine 6. Dann noch eine 5. Dann eine 2 rein. Gut, dann kriege ich die 19 hier vielleicht auch so. Nächste Runde. Gut. 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 Also schön, dass hier jetzt noch einer ist. Nein, das ist auch gut. Jetzt nur noch eine 5. Oh, hier haben wir die 6 auch dafür. Aber keine 5. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ziemlich schlecht. Ah. Fertigkeit. Es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Ich denke, ich mir nicht mehr gelohnt. Heile deinen Helden bei einem 3. Oh, verklickt. Ich wollte eigentlich gucken. Ja gut, mach auch so. Wir haben 10. Wir haben keine 5. Och Mann, ich habe aber auch nicht geguckt. Ich habe keine 5, beide nicht, ne? Ach, ist das ärgerlich. Na komm, kriegen wir hier noch. Schön. Wenn er gefallen wird. Wieso ist jetzt? Okay. Okay, jetzt haben wir auch eine Spende. Wir haben die Doppel 1. Wir haben auch. Wir nehmen die. Zehn. So. Okay. Wir hatten das Goldwürfelset.
Sehr schön. Ah, ob sich das noch lohnt, ich weiß es nicht. Ich reroll nochmal für 3. Kaufe ich mir jetzt was richtig Cooles. Das war auf jeden Fall was richtig Cooles. Nö, ich bleibe ein Künstler. Der ist okay. Ich kriege einen Würfel zusätzlich. Zack. Perfekt. Jetzt muss man nur zusehen. Das war... Ja, so und so. Bam. Ich habe wieder nicht genug Seelen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, Mist. Ach nö, nicht schon wieder, ey. So. Ich kriege aber keinen mehr tot jetzt so. Deswegen muss ich diesen Angriff über mich gehen lassen. So. Wir haben gerade... Wir haben 5 und 6. Wir haben... Ja, dann mache ich es jetzt mal so. Nee, Mist. 5 ist weg. Die 6 ist weg. Also die 5. Oh, nee. Ich töte den erstmal. Okay. So. Dann muss ich das halt so machen. Ja, das war wieder ein bisschen mehr als dumm. Okay. 5 und 3. 6. Hier das für die Seelen. Nee, ich glaube, das wird wieder nichts. 10, 12 sind das. Brauche ich noch irgendwas? Das ist was Hohes. Ich könnte auch die beiden töten, die 3 töten und den sprechen. Ja, mache ich es lieber so. Ich habe ja jetzt eh gerade nicht genug Seelen. Dann töte ich den hier, den hier. Moment. So, den hier und den. Und den schwäche ich. So. Und jetzt machen wir mal eine normale Runde. Eine halbwegs normale Runde. 5, 4, 3. Machen wir 5. So, 5 oder höher. 6. So. Ja, 2, 2. Die 3 fürs Set. Und. Ja, cool. Wir haben ja den Hammer. So, haben wir das erstmal für nix. Okay. Ja, dann nehme ich das so. Okay, okay. Oder, nee, lieber den orangenen. Wir wollen lieber den schwächen. Entfalte deinen Draugr. Ich würde gern das Ding jetzt mal noch mitnehmen. Das Gold. 2. Können wir das sogar auch verbessern? Wir haben 2 Einsen dafür. Naja. Ja. Hier ist es egal. Ach ja, die können wir ja auch. Oder müssen wir ja auch langsam. Cool. Cool. Wieder keine 1. Das mach ich mal so. Auch
sehr cool. Könnte ich auch überlegen, ob ich das jetzt spiele. Ah, da habe ich keine Seelen mehr. Ach, wieso mache ich denn das immer so? Jetzt brauche ich nur eine 1. Jawohl. Zum Glück nur eine, dass ich nicht wieder in Versuchungen komme, die hier zu investieren. So. Okay, letzter Shop mit 19. Cool. Ist alles nicht so. Können wir den Begleiter nochmal heilen? Fähigkeiten verwendet man nicht so häufig. Das ist auch nichts. Jede Runde heilen wir unseren Helden. Aber für 7. Das passiert jetzt auch nicht mehr so häufig. Ich habe immer 7 Seelen, wenn ich meine Seelen abgebe. Das machen wir mal. Ja, dann. Noch, dass unser Künstler hier weniger Schaden bekommt. Ja. Schade, weil keine Feinde da sind. Ich würde ihn mal schwächen, weil das sieht gerade ja auch nicht so pralle aus bei uns. Hier würde ich... So. Sehr, sehr schön. Dann will ich aber mal noch gucken, was wir hier bekommen hätten. Ach, Hühnerkeule. Na gut, noch ein bisschen Heilung. Okay, ja, das war der verlorene bzw. der alte Held. Der war cool. Also, der hatte auch mal wieder... Joa. Einfach falte alle Feinde. Ist schon cool, dass der so zum Schluss ist. Und ich finde das auch geil, diese zwei Stufen. Das haben sie prinzipiell ganz cool umgesetzt. Also erstmal mit dem Gestaltwandler, dass der sich wandelt, abhängig von seinem Leben. Und jetzt der Verlorene, dass man dann erstmal den alten Helden freischalten muss, sozusagen. Also den die Verwandlung. Das Sternenkind. Das ist ja cool. Ja. Hat auf jeden Fall gefetzt. Sehr cooles Set. Sehr cooler kostenloser DLC. Piraten-Upgrade. Update als nächstes. Mal gucken, ich... wollte mir ja mal noch den neuen Endlos-Modus, also was heißt neu, das ist im Prinzip wie aus Folge 22, wo ich den ein bisschen verdammt hatte, nervig fand. Aber ich denke, wir können mal wieder reingucken, mal sehen, vielleicht hat sich ja das ein oder andere getan. Ich denke schon, dann hätte ich, glaube ich, am meisten Bock mit dem Gestaltwandler tatsächlich. Das hat so diese Raffinesse, von wegen, man muss jede Runde diese 15 hier vollkriegen. Also 1 oder 2 und ungerade kriegt man noch hin. Aber die 15 reinballern. Und damit man alle Slots vervollständigt, den die ganze Zeit unter 10 Leben lassen. Und auch, dass wir keine Heileffekte haben, die unseren Helden heilt. Nix, was sagt, greif nur meinen Begleiter an. Ja. Hätte ich, glaube ich, am meisten Bock. Das finde ich einfach stark. Für 444. Ich finde das Set, ich sag mal Set, also diese Helden hier, Gruppierung, ist auch relativ gut gebalanced. Illusionistin finde ich mit 4 und einem beliebigen, dass ich einen Würfel duplizieren kann. Ein bisschen...
Ja. Nicht so. Wir wären vielleicht zwei beliebige oder gerade, ungerade, irgendwie sowas unbeliebig. Ich verstehe schon, warum man zwei macht. Ja. Warum man zwei dafür braucht. Aber es gibt ja auch noch genug Gegenstände, die sagen, vervollständige einen zufälligen Würfelslot deines Helden. Ja, der Kriegsherr ist quasi der bessere König. Ja, die Fähigkeiten konnte ich jetzt noch nicht so beurteilen. Jetzt nicht so häufig eingesetzt, weil wir halt nie irgendwie in den Genuss kamen, kurz vorm Falten gewesen zu sein, beziehungsweise 15, mit 15 kommen wir wieder, mit Gegenständen unseren Helden falten lassen. Nee, es geht ja auch nicht so. Doch, es geht, aber ich habe dann immer noch die Downs. Na, ob dann das getriggert hätte oder das andere. Ja, jedenfalls Pestdoktor irgendwie bisschen nostalgisch verklärt, sage ich mal. Vielleicht noch durch meinen Run. Absolut ikonisch noch. Ja, ansonsten war es das an der Stelle. Wie gesagt, Gestaltenwandler, Endless Run kommt vielleicht noch. Ansonsten warten wir dann wieder auf das nächste Update, was hier das Piraten-Update sein wird. Und ich denke mal, da kaum mehr als drei. Die hatten ja schon hier noch viel mehr gehabt. Zum Early Access Start. Ja, genau. Aber für jetzt war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.